Herzlich willkommen, liebe YouTuber und YouTuberinnen. Wir sind hier auf dem Server vom Hornungsamt und spielen hier schon. Jetzt mittlerweile ist hier nachts um 12:30 schon. Wir spielen hier wie die Bescheuerten, macht totalen Spaß. Und mit an Bord, wie immer in die letzten Folgen, der Knasterbart. Einen wunderschönen. Und der Corby. Herzlich willkommen. Ja, und der Corby ist noch irgendwo in der Walachei. Der kommt jetzt zu uns, oder nee, was ich glaube, ist der ist im Haus. Ich bin im Turm. Ach, der ist schon im Turm. Ich wollte nämlich auch mal im Turm. Ich wollte euch mal den Turm. Guckt doch mal an, Leute, wie geil das hier aussieht. Da ist ja Medieval. Das sieht schon echt nice aus. Medieval Engineer ist ein Scheißdreck dagegen. So. Wobei Medieval Engineer ist auch noch echt ein Ding ist. Ja, da müssen wir noch ein Jahr warten. Noch mal anschauen will. Müssen wir noch ein Jahr warten, denke ich. Na, ich das ist schon. Richtig geiles. Du hast es schon. Ich hab's schon und ich hab's mir aus dem Grund schon geholt, weil sie gar nicht, also sie mussten ja nur das Setting ein bisschen ändern. Dadurch, dass sie ja Space Engineers schon echt weit vorangeschritten ist und sie vieles davon übernehmen konnten, hab ich mich tatsächlich dran gewagt direkt. Und ich hab's mir auf Pass to Play, glaube ich, geholt. Gab's da schon Updates jetzt, seit es rausgekommen ist? Ja, es ist ja, die Barbaren haben sie hinzugefügt und also schon regelmäßig, so wie bei Space Engineers. Ja, man merkt richtig, es geht vorwärts. Genau. Uwe, ich droppe dir mal deinen Bogen. Ja, mein Bogen, da freue ich mich schon. Und deine 5 Pfeilchen. Ja, cool. Ey, der Turm ist ja geil. Stell dir mal vor, uns würden jetzt drei Verrückte angreifen. Dann würden wir als drei Normale die für uns verteidigen von hier oben. Das Einzige, was jetzt richtig ärgerlich ist, ist, dass ich das Codelock nicht mehr habe. Stimmt, das gesagt, du bist ja gerade gestorben. Aber ich habe ja auch den Blueprint. Ich könnte also eigentlich mal eins herstellen. Richtig. Wenn wir noch Holz haben irgendwo. Ich müsste noch Holz haben. Ich bestimmt auch. Leute, was passiert denn, wenn ich jetzt dieses Schloss, was ich hergestellt habe, kann ich das an die Tür anbringen? Ja, kannst du. Ja, aber wir du? Können das Codelock nicht drüber setzen. Richtig, dann müssten wir die Tür erst wieder abreißen. Ah, okay. Und da hätte aber wir können es ich meine, die Tür kostet, ist jetzt noch eine Holztür, oder? Ist ja noch gar nicht auf Metall aufgewertet. Nee, genau. Ich meine, wir könnten es ja mal in den mal Leuten probieren. Zeigen. Ja. Könnt ihr das dann alle benutzen oder nur ich? Ja, wir müssten uns halt auch einen Schlüssel herstellen. Richtig, also wir brauchen ein Holz im Inventar. Und, ich meine, du kannst jetzt mal dran setzen, dann sieht man das. Ich probiere mal, ich klicke es an. Nee, drop nicht. Warte. Nein, du musst es unten in deinen Gürtel legen und dann halt mit aktivieren. Dann gehst du hin und... Wow, ist das groß. Warum ist das so richtig, groß? Richtig, ist dieser Kasten. Ja, das sieht erstmal so in diese Vorschau-Dingen sieht riesig aus. Das ist gar nicht so groß. So, und dann auf Faust oder auf Ausrufezeichen? Hast du es dran gesetzt? Du musst das richtig mit Linksklick, wie du halt sowas platzierst. Ach so. Genau. Erstmal dran bauen. Genau, jetzt können wir es mal kurz erklären. Jetzt haben noch ein Airdrop, Leute. Oder? Ja, nur schauen, wo. Also das Flugzeug, ich höre und geradeaus. Man hört es nicht so richtig. Ah, ich sehe ihn auch, Wo aber ist er? Der ist ganz weit weg. Okay, der dann lassen wir es. Der ist jetzt aber hinterm Berg verschwunden. Dann lassen wir es. Okay, also kurze Erklärung. Jetzt haben wir hier diese grüne Lampe. Jetzt ist sie rot geworden. Wenn sie rot ist, also wenn sie jetzt grün ist, kann jeder die Tür öffnen. Ja. Von uns. Und sich auch einen Schlüssel nachmachen, richtig, wenn er das heute genau. im Inventar hat. Du dürftest jetzt als einziger einen Schlüssel haben im Inventar, UFO. Ja, bei mir stand eben Creator Key. Das habe ich schon gemacht. Und jetzt genau, muss ich wenn haben. Du jetzt im Inventar mal guckst, müsstest du so einen Schlüssel haben. Ja, ja. Genau, und du kannst jetzt von Rot auf Grün umstellen. Das können wir noch nicht. Ja. So, wenn du jetzt mal auf Rot machst, stell mal auf Rot um. Moment. Ach, dadurch, dass also einmal wir... Mit, dass einmal wir hier, E drauf. Dadurch eingehen und mit E und dann müsstest du das auf Rot umstellen. Genau. Und jetzt können Knaster und ich die Tür nicht öffnen. Für uns ist jetzt geblockt, weil wir keinen Schlüssel besitzen. Aber wir gehören doch zu derselben Gruppe, wir sind doch in diesem richtig. Schrank da. Ja? Richtig. Hat aber mit dem Schrank nichts zu tun, weil das in dem Fall einfach schlüsselabhängig ist. Ah, okay. Und wir müssen uns jetzt einen Schlüssel bauen und dafür musst jetzt du, erstmal, weil du den einzigen Schlüssel besitzt, das Schloss auf Grün umstellen. Ja? Ach, das ist ja geil. Jein. Und jetzt Sattler steht bei uns, wenn wir hingehen, Create a Key. Ich mach das jetzt auch mal. Ja. Dann habe ich auch kein einen, Holz. Warte, ich dropp dir mal eins Holz-Treff. Bitteschön. Und jetzt sehen auch meine Zuschauer das. Ich habe jetzt hier auch diesen Schlüssel. Ja. Und kann jetzt auch im Grunde auf Rot umschalten. Ja. Und wenn es jetzt rot ist,
können wir, weil wir jetzt einen Schlüssel besitzen, ne? Ja. Ohne das Schloss anzuklicken. Jetzt gehst du einfach nur auf die Tür und drückst da mal E. Geht Ah, die Tür okay. auf, weil wir einen Schlüssel besitzen. Und jeder Spieler, der jetzt keinen Schlüssel hat, kommt bei geschlossener Tür nicht rein. Würdest du es auf Ah. grün lassen, ist die Tür Ja. für jedermann zugänglich. Dann braucht keiner einen Ah. Schlüssel. Okay. Das Problem ist jetzt dadurch, dass du halt den Schlüssel, den Zugang bei dir am Mann hast. Ja. Ja. Wenn ich dich jetzt umbringen würde, zum Beispiel, ich wäre jetzt anderer Spieler, ich würde dich töten, nimm deinen Schlüssel mit und ich weiß rein zufällig, okay, du hast das Haus mit dem Turm, komme ich, weil ich deinen Schlüssel habe, besitze, in das Haus rein. Ah, okay. Es ist die billigste Version, das Haus abzusichern, diese Doorkey, Ja. aber jetzt halt auch nicht die sicherste Variante. Ich könnte aber auch irgendwo eine Kiste verstecken, wo der Schlüssel drin ist, zum Beispiel. Ja. Könntest du machen, in der Hoffnung natürlich, dass keiner diese Kiste findet. Viele machen das, Ja. weil es einfach noch kleiner ist mit einer Laterne. Ach Die hat so. ja genau einen Slot, Ach wo du so. Sachen reinlegen kannst. Und wenn du das dann, so eine Laterne ist halt noch unauffälliger in einem Gebüsch. Und Das. machst dann halt da den Schlüssel rein. Cool. Richtig. So. Ja. Andererseits, Knaster hat jetzt, glaube ich, hast du genug Material für das Ich mache Codelock? jetzt, ich stelle mal eins her. Genau, dann Ah. reiße ich die Tür jetzt einfach mal ab. Ja. Ach so, und jetzt machen wir ein Schloss mit einem Code, mit einem Genau, Sicherheitscode, richtig. den wir uns Dann merken. sehen, genau, dann sehen unsere Zuschauer das nämlich auch mal. Wo habe ich jetzt die Tür? Da haben wir sie. Und die sehen dann unseren Code, oh Gott. Dann können wir in der nächsten Pause dann ja ändern, zur Not. Ist Ja, ich jetzt mache ja. jetzt gleich mal testhalber einfach 1, 2, 3, 4 rein. Richtig. Ja. So. Wenn das denn dann hergestellt ist, dauert noch anderthalb Kann ich ja Minuten. den Schlüssel jetzt wegschmeißen oder Den was? kannst du jetzt wegschmeißen, weil jetzt gibt es ja keine Tür mit dem Hm. Schloss mehr. Einfach jetzt raus, droppen, weg damit. Okay. Müll, husch. Da im Chat Nee, steht nochmal liegt hier so unsere ein blöder Sack Server-IP. rum. Richtig, genau, Server-IP Genau. wieder für jeden. Ihr seid herzlich willkommen. Ein Pfeil kostet 50 Wut und 10 Ja, Steine. Es ist ganz so teuer. übertrieben, ja. Also ich hoffe, dass sie das noch ändern werden, dass du da wenigstens 5 Pfeile rauskriegst oder so. Ja. Sag mal eine andere Geschichte. Die spawnt das Lagerfeuer irgendwann? Oder hat es einer von euch draußen abgerissen? Oder sehe ich das jetzt einfach nur nicht? Nee, Ich hab's nicht ist gesagt. weg. Ich hab's auch nicht gesagt. Die spawnt es scheinbar. Ist ja geil. Wäre aber unlogisch, wa? Jein, andererseits ist es nicht mal verkehrt, weil somit müllst du den Server in Anführungszeichen ja auch zu, wenn du jetzt überall irgendwo ein Lagerfeuer hast. Ich meine, wenn es halt Stimmt, stimmt. irgendwann despawnt, ist das nicht mal verkehrt. Ich wundere mich gerade nur, ich dachte mir so, ja, stellst jetzt mal wieder ein wenig Fleisch her, hab ja genügend. Ja. Ja, Okay, stell ich mal ein Lagerfeuer nochmal her und stell das nochmal hin. So, du hast dann gleich das Schloss und dann zeigen wir mal unseren Zuschauern, wie das dann ausschaut. Ah, es gefällt mir unglaublich gut, dieses neue Rust. Ja, also das haben sie echt sehr schön gemacht. Ein paar Grafik-Sachen müssen es vielleicht noch ein bisschen hinbiegen. Codelock, ich setz mal eins dran. Okay, dann schauen wir uns das jetzt mal an. Nass, das jetzt das Codelock lang. Jetzt seht ihr das auch schon. Es ist Ja. an der Tür so ein grünes Panel. Grün bedeutet wieder, wie gerade eben, solange grün ist, kann jeder die Tür öffnen. Wenn es rot ist, wie jetzt, können wir nicht in die Tür rein. Und wenn ihr es jetzt hört, ich mache jetzt mal versuche die Tür zu öffnen, obwohl ich den Code jetzt nicht eingegeben habe. Dann kommt dieses. Ja. Also ist sozusagen falsche Eingabe oder unberechtigter Zugriff. So, dann Knaster, du hast jetzt diesen Code mit 1234 gemacht. Genau. Richtig, also an das Fenster ran, an das Codefenster ran. E gedrückt halten, dann öffnet sich dieses Fenster. Dann geben wir einfach 1, 2, 3, 4 ein. Es schwirbt auf grün um. Ich ändere es wieder auf rot und dadurch, dass ich den Code eingegeben habe, bin ich jetzt berechtigt, die Tür auf und zu machen, auch bei rotem Licht. Ah, kann ich auch mal Darf jetzt probieren? UFO das gleiche machen? Jawohl. 1, 2, 3, 4. Jawohl, hat Cool. funktioniert. Es ist auf grün. Stellst es wieder auf rot um. Ach, macht man immer so, ja? Ja, grün, wie gesagt, heißt halt Ach einfach, ja, dass jeder stimmt. Jetzt Mann könnte rein kann. jeder rangehen Jetzt und könnte das jeder. Klar, grün. Code-Ding ändern, einen Richtig, grün anderen ist ja Code eingeben. unsicher. Genau. Und wenn es jetzt einfach hingehst. Ah, ne, Ne, okay. einfach nur einmal E klicken. Genau, So. und jetzt ist rot. Und jetzt kannst du Tür aufmachen und Tür zumachen, ohne an das Code-Schloss ranzuklicken. Ach so, wenn es rot ist, sozusagen.
Irgendjemand hat den Code geändert. Okay. Echt? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe eben einen Code eingegeben, aber ich habe 1, 2, 3, 4 eingegeben. Ach so, warte mal, vielleicht weil er neu eingegeben hat. Lass mal gucken. 1, ja, 2, du 3. Hast nicht. Na, ich hatte beim ersten Versuch den Code eingegeben, anstatt. Richtig. Aber geht noch, ja? Ja, ja, ist ja derselbe Code wieder. Okay. Dann muss ich halt neu eingeben. So. Ach, so viel zu lernen, meine Lieben. Genau, und das ist ein Codeschloss und damit ist im Grunde das Haus halt nochmal einen Tick besser abgesichert. Man trägt halt jetzt keinen Schlüssel mit sich rum, der einen geklaut werden kann, sondern es ist halt jetzt wirklich durch das menschliche Wissen, sage ich einmal, jetzt abgesichert. Ja. Nur die Weitergabe jetzt des Schlüssels oder dieses Codes ist jetzt die Berechtigung einzutreten. Ja. Oder halt, man zerstört die Tür. Ups. Ihr seht es ja, die Tür hat gerade mal 100 Leben, das ist jetzt nicht viel. Ja. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich jetzt die Tür zur Metalltür machen, wa? Ja, ich schau mal kurz. Sag mal, haben wir eigentlich schon Metall, dass man so mal eine Spitzhacke oder sowas? Oder eine... Hat jetzt jemand das Rezept schon für eine Spitzhacke? Ach ja, stimmt. Spitzhacke wir nicht, ja das aber Rezept, für die Hatchet. Für die Metal Hatchet? Für die Metall-Axt. Das ist doch mal eine feine Geschichte. Ja. Dann lässt sich nämlich das Holz leichter farmen. Also das könnte ich einmal herstellen. Oder zweimal, dreimal. Das wäre nicht verkehrt. Dann könnten wir nämlich schon mal wegen mehr Holz sammeln. Dann mache ich da mal 3 Stück von. Und hast du jetzt noch eine große Kiste auch schon? Da hätte ich noch das Material für. Ich könnte nicht meine herstellen, glaube ich. Gut, weil dann kann man nämlich da das ganze Holz und Stein, was wir sammeln, mal reinlegen. Ja, und dann würde ich sagen, warten wir noch ein bisschen, oder wir können auch mal eine Folge im Dunkeln machen, ein bisschen, mit unseren Fackeln durch die Gegend laufen. Ja, können wir auch mal machen. Vielleicht ein bisschen gefährlicher, wenn das uns ein Bär oder ein Wolf von hinten anfällt. Ja, super, jetzt gerade die Metalläxte hergestellt. Dann fangen wir an, so einen Quatsch zu machen. Hat da jemand von euch versucht, eine Hatchet zu reparieren? Also eine Stone Hatchet? Wieso? Ja, ich habe 2 repariert. Dann glaube ich, hast du vergessen, die da rauszunehmen. Achso, okay. Ich schenke sie dir. Ja, ich habe noch. Danke. Dann nehme ich sie. Tja, meine lieben Zuschauer, seht ihr mal, was ich für ein unglaublich großzügiger Mitspieler bin. Oh, wie gönnerhaft du bist. Ja. Ich stelle jetzt mal das Lagerfeuer vor die Tür. Alter, bei dem Preis überlegt man sich ja jeden Fall, den man abschießt, Mist und ich schieße einen in den See. Mann. Ja, aus dem See wieder rauspulen ist halt echt wie beim Golfen den Golfball aus dem See rauszupulen. Ja, ich lasse den noch im See. Ja. Der heilige Pfeil. Oh, Leute, die Sonne geht runter. Einfach klasse von der Grafik her. Ja. Vor allem, wenn man hier diese Effekte mit reingemacht hat, mit dieser... wie nennt sich das? Lens Dirt, glaube ich. Hm. Wird das geschimpft? Lens Flare, oder? Naja, im Menü steht Lens Dirt. Achso, du meinst das, was ich hier auf der Optik habe, die kleinen Punkte. Genau. Ah. Ja, Lens Dirt. Und die Sunshaft, man kann den ganzen Mist ausschalten, aber es sieht halt so viel beschissener aus. Naja, kommt drauf an, was du für Performance, was dein Rechner leisten kann, deine Grafikkarte. Aber. Richtig. Also gefühlt habe ich sogar schlechtere Frames, wenn ich es ausmache. Ach so. Ich habe jetzt gerade alles rausgemacht und habe 15 Frames, das ist ein Witz. Ach du Scheiße, das ist ja sehr unlogisch eigentlich. Aber es kann auch sein, dass die Anzeige falsch ist, weil eigentlich habe ich... ein ruckelfreies Bild. Es würde mich auch wundern, wenn das bei der Maschine hier ruckeln würde. Hm. Ja, hast ja auch schon einen neuen Rechner gekauft. Ja. Ich habe Rudpillen, also der, falls du dich nochmal in die Red Town wagen willst. Nein. Nein. Ja, ich kann euch mal die Metallechse droppen. Ja, das ist eine feine Geschichte. Ich habe dafür Essen im Tausch. Ey, wo ist denn deine gelbe Hose? Ja, die ist bei der Red Town. Ach so. Nehmt ihr die Hatchet da auf, oder? Ich versuch's. Jetzt. Oh ja, professionell, cool. Da liegt die andere. Haben wir denn irgendeine Truhe, wo ich jetzt irgendwie... Ich hab so viel Zeug hier, was ich rumschleppe. Ich crafte gerade. So, ich schmeiß euch mal Essen ab für jeden 2. Ja, Essen. Einer hier. Und der zweite droppt hier. Ja. Könnt ihr euch den Bauch voll schlagen. Cool. Und der Komfort steigt.
Ja, aber beim Feuer stehen. Ich meine, wie gesagt, die Comic-Grafik darüber lässt sich halt streiten. Ich meine, es ist schon hübsch, die Mir gefällt's. Comic-Zeichnung. Ja, also vom Stil her, mir gefällt das Ja. Comic-Zeug auch. Also ich meine, ich habe Ja, damals dieses aber. 13 gespielt, aber wir haben es ja vorhin schon gehabt, die Kombination zwischen aus diesem. Dann Ja. müssten sie den Avatar links, finde ich, auch in Comic machen. Ja, das Menü ist auch so hypermodern, so sachlich, so klar. Das Aber das finde widerspricht ich sich ganz gut, dass es so natürlich. reduziert ist. Also, ich Ja, finde finde ich jetzt. auch gut, ja. So, ich stelle mal drinnen jetzt die Kisten hin. Genau, dann können wir mal. Ich Kann habe 290 Knochen, mein Gott. da auch zwei Leute gleichzeitig an so eine Truhe oder immer nur Nee. einer? Müsste gesperrt sein, müsste dieses Occupied dort stehen dann. Ach so. Besetzt, ja. Was sind das hier eigentlich? Mit Metal Ohr, 2000 Metal Ohr, Alter, ich bin so eine coole Sau. Verbranntes Wolffleisch, kann man das auch essen? Das ist so. Nein, kann man, aber dann verliert man Kannst du echt Leben. das verbrannte Essen mittlerweile? Eigentlich müsstest du es essen können, aber es würde dir nicht gut tun. Okay, also ist es eine Notnahrung oder gar keine Na, du Nahrung? verlierst Nee. eher Laben, also Leben. Also selbst als Notnahrung würde es nichts bringen. Ach so. Also. So, okay, Fleisch ist komplett hergestellt. Ich habe jetzt neunmal gebratenes Fleisch im Inventar. Das teile ich dann auch mal ein bisschen auf. Cool. Cool. Ich habe hier diesen Blueprint. Muss ich ihn immer mit mir rumtragen, den Buildingplan? Ja. Den kannst du theoretisch in eine Kiste packen. Und das dann halt nur hier verwendest, wenn du da bist. Ach so, ne, dann trage ich ihn lieber mit rum. Alter, ich bin so ein cooles Schwein. Ich habe 3000 Metal Ohr. Über 3000. Oh, Alter. Knaster, ist jetzt noch das möglich mit Meine lieben Zuschauer, ihr seid jetzt den nicht leeren verwundert. Bohnen? Oder Nee, was? es gibt ja keine leeren Dosen irgendwie. Ich habe hier eine empty can of beans. Ja gut, aber nicht, die kriegst du nicht mehr durchs Essen. Nein, nein, aber kann ich die noch einschmelzen? Wo habt ihr Ja, die denn? sogar im Lagerfeuer theoretisch. Sowas gibt's, cool. Ja, das haben sie, glaube ich, von 7 Days to Die ein bisschen übernommen. Ja. Mit diesem Einschmelzen. Okay, dann müssen wir das nochmal später machen. Knochen packe ich jetzt nochmal auch raus, die brauche ich jetzt nicht mehr rumschleppen. Habt ihr schon Fett abgelagert? Ne, Fett ist alle, glaube ich. Ja, ich habe noch ein wenig Fett im Inventar, deswegen. Ach so. Dunkel. Oh, die Aber ich Nacht finde ist schon es. vorbei, ich fasse es nicht. Oder Nee, ich die glaube, die kommt fängt jetzt jetzt. erst gleich an, ja. Ach so. Ich gehe mal auch nach oben gucken. Weil, schaut doch recht gut aus. Da haben wir Knochen drin, schauen, schauen. Da drüben auch gehabt. Achso. Oh ja. Die Wenn wir dann Wasserspiegelung. nur noch den Turm ein bisschen aufwerten. Von Holz auf Stein. Hier oben schön ausgucken, auf alle Fälle. Ja. Unser Oh, Haus am See. da wird ja jemand schon müde. Ja, so ein bisschen. Ja, ich bin auch langsam müde. Naja, ich musste ja heute meinen Eltern nochmal beim Umzug helfen. Aus dem zweiten Welches? Stock, Waschmaschine, Trockner, Sofa und so ein Ah, Kram Waschmaschine ist runterschleppen. das Allerschlimmste, was es gibt. Ja, also ich muss echt sagen, das große Dreiersofa war vom Tragen her leichter als die Waschmaschine, Ja. auch wenn es unhandlicher war. Waschmaschine ist der absolute Fluch. Weil die. Oh. Wobei es gibt eine Möglichkeit, wenn man so einen richtig geilen Trageriemen hat, damit kann man viel machen. So Wir ein hatten extra, Trageboot. also es war totaler Mist bei der Treppe, weil die halt auch um die Kurve ging, die Treppe. Oh Aber ja. wir hatten uns extra vom Vermieter der neuen Wohnung, der hat uns angeboten, der so eine Sackkarre für Treppen mit so drei Ja. Rädern pro Seite, dass du Oh, das so. das ist gut. Ja, war scheiße. Ließ sich Also. leichter runtertragen als mit der Sackkarre. Okay. Ja, für die Waschmaschine eigentlich gut. Dauert dann bloß viel länger. Wo ist jetzt die Tür da? Ich werde jetzt mal die Eingangstür auf, damit wir nicht Holz haben, ist nur die Frage. Aha. Nee, halt jetzt drei Stufen. Kannst du einmal zum normalen. Ja. Und du kannst ja Aber zu diesem dafür brauch. Reinforced oder wie heißt das? Armored oder Armor, sowas. aber da brauchst du beides mal Metall.
Ich weiß noch nicht, wie viel. Oh, ich bin schon wieder rausgeflogen. Und das macht nichts. Wir haben eh Folgenende. Schon wieder. Meine lieben Freunde, die Folge ist vorbei. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. Cheerio.